Margaret Dürre, einen durchzogenen Abend für Aarau auf der Pontes. Wie beurteilst du unseren heutigen Auftritt? Ja, ich denke, wir haben am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, aber dann haben wir uns in der Maschine gekämpft, haben auch schon in der ersten Halbzeit zwei gute Chancen. Und dann haben wir gewusst, dass wir da sind und dass wir da auch etwas holen können. Ist es heute mehr am Gegner oder an uns gelegen, also unsere spielerische Qualität, dass wir die nicht ganz so auf den Platz haben können bringen wie in den vergangenen Spielen? Ja, ich denke, es ist sicher eine physische Mannschaft. Und wir haben da ein bisschen zu viel Zeit gebraucht, um in den Match reinzukommen. Das ist sicher unser Fehler. Aber ich muss ein riesiges Kompliment an die Mannschaft machen, weil wir uns hier alle zusammen reingekämpft haben, nie aufgegeben haben. Und am Schluss haben wir uns diesen Punkt verdient. Und wirklich ein riesiges Kompliment. Was kann der Spoti-Ausgleichstreffer noch für die nächsten Aufgaben bewirken? Ja, ich hoffe sehr positiv, weil wir haben schon gegen Sion ein positives Erlebnis gehabt. Und dann gegen GC sind wir die bessere Mannschaft gewesen und sind am Schluss trotzdem mit leeren Händen gestanden. Das war nicht so einfach gewesen heute. Ich denke, vielleicht hat man das ein bisschen gemerkt. Und von dem her ist das sehr positiv, dass wir hier trotzdem noch den Punkt mitnehmen. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Stefan Keller, 1-1 hier auswärts gegen Guschi. Fangen wir von vorne an. In der ersten Halbzeit haben Sie körperlich und irgendwo durch auch im Kopf irgendwie wacher gewirkt. Führst du es darauf zurück, dass wir im Gegensatz zu Ihnen 3 Tage vorher spielen mussten? Oder anders gefragt, was hätten wir in dieser Phase können besser machen können? Ja, das ist immer natürlich ein Vorteil, wenn man ein bisschen ausgeruhter ist. Das haben wir über weite Strecke gegen GC dürfen merken, auch wenn dort am Schluss das Resultat nicht in unserem Vorteil war. Sie sind 40 Minuten klar die bestimmende Mannschaft gewesen. Wir haben uns zu viel aufs Kleinspiel verlassen. Wir haben gemeint, wir können hinten raus kombinieren, haben uns lange unter Druck gesetzt und sind dort mehrere Male Ballverluste reingelaufen. Das ist etwas, was die Mannschaft noch erkennen muss, wenn man die langen Bälle spielen kann. Und wo wir dann das erkannt haben und ein bisschen frecher geworden sind und auch mit dem Einbringen von Marco Aratore, Schadverletzung von Kevin, wo viel, viel Energie gebracht hat an der Mannschaft. Und sobald er auf dem Platz war, haben wir 2 Grosschancen gehabt. Wenn wir jetzt am Schluss Grosschancen zählt, dann hätten wir vielleicht im Geheimen da noch gewinnen dürfen. Aber in der Phase, in der wir sind, und wir sind in einer Phase, wo wir die Fäuste in die Fresse bekommen, wie es heisst, manchmal machst du wenig falsch und trotzdem klappert es. Stehen wir wieder auf und glauben bis am Schluss dran, spielen eine korrekte zweite Halbzeit und belohnen uns dann mit dem Ausgleich. Und da bin ich stolz, wie das zustande gekommen ist. Und trotzdem, ich bleibe es immer sagen, wir sind am Entwickeln, wir sind am Bessermachen und trotzdem will ich mit dem FCA auch jedes einzelne Spiel gewinnen. Du sprichst schon an, wir sind in der zweiten Halbzeit dann erheblich präsenter auftreten. Was hast du deinen Mann mitgegeben in der Halbzeitpause? Ja, wenn es so läuft, dann braucht es nicht nur vom Trainer ein grosses Maul oder eine Schelte. Dann muss man eine Taktik geben. Wir haben ein paar Sachen angesprochen, Sachen, die Stade Lausanne sehr, sehr gut gemacht hat, mit dem Charri, der jeweils zentral ins Mittelfeld reingekommen ist, der uns dort eine Unterzahl besorgt hat. Das haben wir können lösen. Da hat es verschiedene Spieler gehabt, die auch Lösungsansätze gebracht haben. Da bin ich sehr, sehr froh. Zweite Halbzeit ist das dann nicht mehr passiert. Wir sind präsenter gewesen, wir haben auch länger den Ball können halten. Wir haben besser den Moment gefunden, wenn wir den Ball lang spielen müssen. Wir müssen nicht vergessen, wir haben heute ohne den Oliver Jäckli gespielt, auch wenn es der Silvan Schwegler sehr, sehr gut gemacht hat, gerade im Aufbauspiel, hilft uns der Oli enorm. Der Gegner hat das sicher gewusst und hat uns gepresst. Und zweite Halbzeit haben wir einfacher die Outlets gefunden, über ihre Verteidiger ran. Sie haben müssen hinter sie laufen, wir haben sie umgekehrt. Und dort sind wir lang im Spiel geblieben und haben dann im richtigen Moment 1-1 dürfen machen. Guschi ist eine sehr physische Mannschaft. Wie können wir einen physischen Nachteil am besten wettmachen? Durch noch schneller zu spielen, durch noch bessere Entscheidungen zu treffen, um auch in gewissen Momenten offensiv aus dem Duell zu bleiben. Mit unseren Waffen, Schnelligkeit, trickreiche und Einsatz kann man das wettmachen. Und gleichzeitig ein grosser Verteidiger hat viel länger, bis er gekehrt hat. Dafür muss man ihn vielleicht nicht in ein Chipball-Duell schicken. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Spielern. Physisch, wir müssen jetzt da nicht einen Riesen holen, die dafür ein bisschen länger haben, bis sie gedreht sind.
Danke vielmals. Danke.